Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wir alle wissen, leben wir in einem Rechtsstaat und in diesem Rechtsstaat haben alle Menschen Grundrechte, die es eben vom Staat zu schützen und vor allen Dingen auch zu achten gilt. Rechtsstaatlichkeit bedeutet insbesondere die Gewaltenteilung, die Garantie der Rechtssicherheit und die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns. Unsere Bürgerinnen und Bürger, die müssen sich eben darauf verlassen können, dass staatliches Handeln mit den geltenden Gesetzen und auch mit dem Recht im Einklang stehen und Mitbürgerinnen und Mitbürger sich eben an jene Gesetze halten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch das Rechtsstaatsprinzip die Staatsgewalt an das geltende Recht gebunden und die Freiheit des Einzelnen vor staatlichen Eingriffen geschützt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt an dieser Stelle die Überleitung zu einem Geburtstag finden, den wir nächste Woche fraktionsübergreifend in diesem Hause feiern werden. Unser Geburtstagskind tritt doch oft recht zurückhaltend auf, drängt sich selten in den Vordergrund, ist allerdings das Fundament unseres staatlichen und auch gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie ist die Grundlage unserer Gesetze, sie ist die Grundlage unseres Rechtsstaates, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere saarländische Verfassung wird am 17. Dezember stolze 75 Jahre alt. War es doch der 17. Dezember 1947, und ich denke, nur wenige in diesem Raum haben diesen Tag aktiv miterlebt, diesen historischen Tag, als unsere Saarverfassung das Licht der Welt erblickte, als sie im Amtsblatt verkündet bzw. veröffentlicht wurde und somit in Kraft trat. Es hat dann weitere 10 Jahre gebraucht bzw. gedauert, nämlich bis zum 1. Januar 1957, als unser Saarland nach der Volksabstimmung der Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist, und bis 1957 fand man sogar in unserem Verfassungstext die Ausrichtung des Saarlandes an Frankreich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch diese überregionale Prägung, die unser Bundesland so schön und vor allen Dingen auch so bunt zeichnet wie kein anderes Bundesland. Und wir können stolz darauf sein, dass dieser französische Einfluss bis heute nie ganz verloren gegangen ist und Teil unserer saarländischen DNA geworden ist. Auch im Bereich unserer Justiz wird Europa bis heute gelebt. Bereits seit mehreren Jahren finden in der Großregion regelmäßig Treffen der Generalstaatsanwältinnen und Staatsanwälte aus Metz, Saarbrücken, Thionville und Saargemünd statt. Und auch in diesem Jahr hat es ein Treffen gegeben, das fand nämlich hier in Saarbrücken statt. Wir freuen uns immer, solche verbindenden Treffen ausrichten zu können und werden auch in Zukunft uns daran beteiligen. Ebenfalls wird im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes der deutsch-französische Austausch gefördert. So gibt es für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare und für an der École de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris eingeschriebene Anwaltsschülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in dem jeweils anderen Land Erfahrungen zu sammeln. Hierdurch wird der grenzüberschreitende Zusammenhalt von Berufsanfängern gefördert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dies sind nur 2 Beispiele unserer funktionierenden Kernregion inmitten Europas, auf die wir stolz sein können. Aber wir setzen auch vor dem Berufseinstieg auf die Stärkung der französischen Sprachfertigkeiten unserer saarländischen Juristinnen und Juristen. Anfang 2022 beispielsweise wurde das Frankophonie-Stipendium für Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaft ins Leben gerufen. Demnach erhalten interessierte Studierende ein Stipendium für einen Auslandsaufenthalt in einem französischsprachigen Land. Direkt zum Start des Stipendiums konnten 2 Studenten der Saar-Universität nach Kanada an die Universität Montreal reisen und auch dort studieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Rechtsstaat funktioniert, unsere Justiz funktioniert. Und mit unserer sozialdemokratischen Politik werden wir dafür sorgen, dass auch in Zukunft die Rädchen ineinander greifen, die den Laden eben auch am Laufen halten. Hier zählt in erster Linie, dass wir die Berufsgruppen in der Justiz stärken, hierdurch Belastungsspitzen abfedern und unseren Beschäftigten die Wertschätzung entgegenbringen, die sie eben auch verdienen. Die bereits vor mehreren Jahren gestartete Ausbildungsoffensive im mittleren und gehobenen Dienst wird fortgesetzt. Neue und zusätzliche Stellen werden geschaffen. Um interessierte Menschen für den Justizdienst zu begeistern und auch zu werben, ist es notwendig, zusätzliche Mittel für die Nachwuchsgewinnung zu investieren. Deswegen erhöhen wir den Ansatz in der Nachwuchsgewinnung um 25% auf insgesamt 20.000 Euro. Aber auch im Stellenplan
wird sich einiges tun. Die maximalen Ausbildungskapazitäten von bis zu 28 Personen im mittleren Justizdienst, die wurden ausgereizt. Und so können wir gewährleisten, dass Anfang dieses Monats 26 Anwärterinnen und Anwärter übernommen werden können und damit den Geschäftsbereich nachhaltig stärken werden. Im Jahr 2023 werden es sogar 27 sein, im Jahr 2024 sogar 28. Das bedeutet, dass 19 altersbedingten Abgängen eben in den kommenden 2 Jahren insgesamt 55 Absolventinnen gegenüberstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seht, wir sehen, wir gleichen nicht nur aus, wir legen noch drauf und bereiten deswegen den Justizdienst auf seine Zukunft vor. Und eine zweifellos stark belastete Gruppe in der Justiz sind unsere Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Es ist dort zwingend notwendig, zusätzliche Stellen zu schaffen, um auch die Anwärterinnen und Anwärter im Endeffekt auch übernehmen zu können. Aus diesem Grund werden wir im Haushalt 2023 10 neue Stellen für unsere Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger schaffen und damit 500.000 Euro in den Stellenplan in diesem Bereich investieren. Es geht uns aber nicht nur darum, die Verwaltung zu entlasten und eben auch Belastungen der Beschäftigten zu mindern. Nein, es geht uns auch darum, den Menschen die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienen, wenn sie für unseren Rechtsstaat diese großartige Arbeit leisten. Und deswegen wollen wir ihnen eine Karriereperspektive ermöglichen und auch geben. Und deswegen sorgen wir eben für bessere Beförderungsmöglichkeiten im Bereich der Rechtspflege, indem wir zusätzliche 10 Stellenhebungen in der A11 schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf geben wir unseren Beschäftigten in der Justiz Perspektive und senken vor allen Dingen Belastungen. Kritiker werden sicherlich jetzt behaupten, dass die geplanten Verbesserungen nicht ausreichend sind. Und das haben wir auch eben gehört. Kollege Dörr von der AfD, auf Sie will ich gar nicht eingehen. Ich bin verwundert, dass Sie jetzt gerade eben bei Ihrer Rede uns nicht das StGB oder das Grundgesetz vorgelesen haben, aber das steht in einem anderen Buch. Aber auch Kollege Theobald, Sie haben dort auch relativ scharfe Worte gewählt, die ich so nicht ganz nachvollziehen kann. Wir kennen Ihre Änderungsanträge, wir haben sie studiert, wir wissen, was drinsteht und ich kann Ihnen sagen, dass Sie in vielen Bereichen mit den Änderungsanträgen entweder ganz oft den falschen Titel, die falsche Titelgruppe gewählt haben oder eben andere haushalterische, formelle Fehler gemacht haben. Das war jetzt von Ihnen nicht der große Wurf, aber ich möchte auf eine Sache eingehen, die mir etwas sauer aufstößt als Gewerkschafter. Frau Schmidt-Lang, hören Sie zu. Das ist eben die angesprochene Wertschätzung. Wer hat in den letzten Jahren den Ministerpräsidenten gestellt? Wer hat in den letzten Jahren den Justizminister gestellt? Wer hat in den letzten Jahren den Finanzminister gestellt? Sie kommen um die Ecke mit einer Janusköpfigkeit, die einfach nicht kalter Kaffee, Herr Schäfer, hören Sie auf, hier rumzuzappeln, meine Güte. Sie haben über Jahre hinweg nichts im öffentlichen Dienst getan. Fragen Sie den Kollegen A vom DGB, fragen Sie Ihre Kollegen vom DBB, wie wir uns die Zähne ausgebissen haben, in den letzten Jahren mit Ihnen in Verhandlungen zu treten, um Zulagewesen zu erhöhen. Wir hatten jetzt eine Erhöhung bekommen im Polizeibereich um 2,3%, im Justizbereich um 2,8%. Feuerwehr ist auch angehoben worden. Jetzt kurz nach der Landtagswahl werden Sie wach, stehen auf und fordern plötzlich wieder eine Zulagenerhöhung. Das gibt's doch nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, das erkennen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die sind nicht blöd. Die merken, dass hier ein billiges Spiel auf deren Kosten eine reine Parteipolitik betrieben wird. Und das ist einfach unterirdisch. Ich muss es so sagen. Wenn die Gitterzulage erhöht wird, sicherlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte kommen Sie etwas zur Ruhe. Und Herr Abgeordneter Maas, Herr Theobald von der CDU-Landtagsfraktion hat eine Zwischenfrage angezeigt. Möchten Sie diese zulassen? Wir haben in der letzten Periode die Polizeizulage und die Gitterzulage erhöht. Das ist richtig. Wir wollten bei der Polizeizulage eine stärkere Erhöhung. Das war mit Ihrer Partei nicht zu machen. Ist Ihnen das bekannt? Und zum Zweiten, wo sind die Erhöhungen in diesem Jahr? Es hat sich nichts fortgesetzt. Die Gitterzulage ist eingefroren. Sie wurde dieses Mal im neuen Haushalt Herr nicht erhöht. Herr Theobald, stellen Sie bitte Ihre Frage. Habe ich gerade. Okay.
Also die Frage war im Endeffekt eine Aussage. Ja. Herr Theobald, die CDU oder auch, wie Sie jetzt genannt werden, die Helden des öffentlichen Dienst, das ist einfach keine gute Politik. Sie haben die Erhöhung bekommen, Sie haben sie durchbekommen zum 01.01.2022 und plötzlich nach 9 Monaten fordern Sie die nächste Abgeordnete. Ja, ich gebe Ihnen recht, Zulagen müssen angehoben werden, aber wir müssen alle im Blick haben. Wollen Sie die Gitterzulage hochtreiben? Wir müssen auch über Polizeizulage sprechen, über die Feuerwehrzulage. All das fällt Ihnen jetzt plötzlich ein in der Opposition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie hat es der Kollege Reinhard Joost gesagt? Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schäfer, alles in Ordnung. Ich denke, das Gesamtkonstrukt im Einzelplan 10 in Verbindung mit dem Einzelplan 16 zur Digitalisierung spricht eben Bände. Der Fahrplan unseres Regierungsprogramms, der wird somit eingehalten und wichtige Benchmarks in dieser Legislatur umgesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und Glück auf.